Find Us on Facebook. Jawohl, legen wir mal direkt los, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren illustren Runde mit mir, Lunetschki, und dem Spiel Korntime. Ein Pixel-Horror, irgendwie so ein Mix-komisches Ding, aber egal, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Und ja, wir fangen einfach mal direkt an und lassen uns überraschen, worum es hierbei hier eigentlich geht. I live in a small cottage, isolated from the town. Silence is law in such a place. My home is almost something akin to an inescapable prison. Keine Ahnung. While the chirping of the sparrows and the breath of the wind are my sole company. I like the sound. I like the sound of the wind. Yo! Geht schon direkt los hier oder was? Jo, geht direkt los. Pixelig ist es auf jeden Fall. Nicht das hübscheste Spiel, aber ich denke mal, es macht erfüllt seinen Zweck. Wir sind irgendwie auf einer kleinen Dinnerparty oder sowas. Kann das sein? Jo. Hübsche Statuen. Oh, was denn hier Feines? Ein Blatt an der Wand, das nichts kann. Ein Keller. Ja, freue ich mich. Press E to interact. There are guests in my house. I can't leave them. Ah, ja, müssen wir uns erstmal um die Gäste kümmern. Mon chéri, mein kleiner Freund. Alles klar. Hey, did you know that those pieces of old technology you have here are pretty interesting? If you're ever selling something, let me know. Der will also die ganzen alten Schrott von mir abkaufen. Zum Beispiel diesen geilen Fernseher noch mit der Antenne dran. Richtig sexy. Kann man die anmachen? Nö, kann man nicht. Mein Schlafzimmer wohl. Und ein Pferdebild an der Wand. Na, das ist ja wunderbar. Kann ich auch hüpfen? Ne, ich kann nichts. Ich kann aber sprinten. Ha! Schon mal ein bisschen besser. Okay, gut. Na, Madame? Indeed, a very beautiful cottage. You truly are a person of aesthetics. Ja, natürlich habe ich Ästhetik. Ich bin die beste Person überhaupt hier. The guests should come soon, shouldn't they? Ja. Na, mein Kleiner. Man, this party's such a bore. When are the other guests supposed to come? Ihr seid die Einzigen, ey. Unterhaltet euch selbst. Macht was. Tanzt, der König hat Langeweile. I don't like this place. Ja, piss dich doch, ey. Ich meine geile Butze, ey. Lach mal nicht gegen meine Butze. Mon chéri, wer bist du denn? I'm happy to have with dinner. Da, da, da. What, could you pass me that knife on the table, please? I cut the bread so we can serve it. Could you pass me? Okay, gut. Sagen die anderen auch noch was? Mon chéri? You don't look like a bad person. I like you. I didn't want to come here. I miss my mom. You don't like blah 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 blah. Was die anderen wohl noch so erzählen? Gucken wir uns erstmal um hier. My best compliments for your home. It's truly beautiful. The guest should come soon. Blah blah. Listen, my mobile doesn't work here. Is there something you can do about that? Na klar. Ich kann. There's absolutely no service in this place. Ja. Hier gibt's keinen Empfang. Do you know Press? If that mean man is your jacket is married, he has nothing, no ring on his left. Aha, du willst also, hä? Hier wieder abgreifen, wa? Du willst Leute schön die Beine breit machen und dann die Reichen heiraten. Das sind sie, die Blondinen von heute. So und nicht anders, wa? Gucken wir uns mal hier rein. Och, guck mal, eine Harfe. Ich will Musik spielen. Ich spiele auf meiner persönlichen Harfe hier für euch extra. Okay, ich bin so ein guter Sänger. Was gibt's denn hier? Oh, eine Dusche. Das ist ja fein, doch. Das ist ja fein. Gut, dann gehen wir aber mal irgendwie was machen. Ich weiß es nicht. Was machen wir jetzt? Rausgehen vielleicht? Yeah, guests in my house, I can't leave them. Ja, ja. Vielleicht ist da was Leckeres im Kühlschrank hier, oder? Ein Messer. Oh, du. Du bist böse. Du bist böse. Was? Was habe ich jetzt getan? Roffelkopter. Lol. You killed her. Oh my god. You stabbed her. You killed her. Help. Ja, ich wusste nicht, dass ich hier... Press Control to calm yourself. Kann ich mich hinhocken? Ja. Gehen wir einfach mal da lang. Ja, so zeig ich dir nach vorne. Bleib. Da lang. Da lang. Wo sind jetzt alle hin? Aha. Ich find euch. Was ein Scheiß, ey. Warum bringe ich auf einmal Menschen um? I need to go down to the basement to cut the power. Ach, jetzt muss ich das Licht ausmachen. Spielen wir hier Psychopathen oder was? Der Leute einlädt, um sie zu töten? Verstehe ich nicht. Press E to interact. Keller sind immer geil. Da. Du, was machst du da? Hallo?
Ist sie schon tot? Irgendwie ein bisschen krank, wa? Ich halte hier irgendwelche Leute im Keller. Ich, bring einfach Menschen um. Warum? Warum? Total grundlos. Oh! Oh! Oh Gott! Was machst du hier, kleines Mädchen? Oh! Boah! Mama! Was ist denn hier los? Hilfe! Oh Gott! Ist das gruselig oder was? Warum bin ich denn so verrückt? Die hängt doch da immer noch. Aber wo? Hä? War das nicht gerade eben die? Ich geh mal hoch. You're a fucking Deviant. Deviant? Deviant! Ich finde euch. Hallöchen, mein Freund. What the hell do you want from me? Ich möchte gerne deine Leber kosten. Die schmeckt bestimmt hervorragend. Einfach mal probieren. Nur ein kleines Stück. Lass mich doch mal kosten. Nun gut. Was muss... Das ist... Hä? Ich verstehe es nicht. Warum? Ich kann rausgehen. Ich gehe wieder rein. Hab keinen Bock, in den Irrgarten zu latschen. Ich gehe in meine Küche gucken. Ach, die ist ja schon tot. Gehen wir mal nach oben. Press E to interact. Okay. Eine Heizung. Hübsche Statuen. Oho, Mon Chéri. Mit der Piemont-Kirsche. Wo bist du, mein kleiner Freund? Ich kann es nicht genau erkennen, aber es sieht leicht... Ah, das ist ein Hund. Ich dachte, das wäre so ein pornografisches Bild. Auf den ersten Blick sah es aus wie zwei, koitierende Menschen. Da schwebt was, oder? Oh, 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 oh Gott. Alter Schwede. Oh Gott. Der war heftig. Alter Schwede. Oh Mann. Morsche. Oh, oh. Manu. Warum? Warum? Alter, ich erschreck mich hier dauernd. Oh. Warum kommt denn die Alte permanent hier? Was ist denn das? Mon Chéri. Alter, ist das krass. Ich verstehe es nicht. Oh Gott, ist das gruselig oder was? Alter Schwede. Ey, du bist ja immer noch hier. Verpiss dich mal. Bild ich mir das alles nur ein? Bin ich einfach nur geisteskrank, verstört, idiotisch, bekloppt? Bin ein bisschen verwirrt, ganz leicht. Aber auch nur ganz leicht. War ich jetzt schon überall? Ich glaube ja. Gehen wir halt mal raus an die frische Luft, wa? Hm. Ach man. Und jagen da ein paar Menschen mit dem Messer. Sollte machbar sein. So. Oh, dieses Gekrissel geht auch so ein bisschen auf die Augen. Aber nur ganz leicht. So. Ich finde euch. Nur ein kleines Stück. Oh, bitte. Ein bisschen Leber. Ein bisschen Muskelfaser. Hi. Bleibst du wohl? Ich verfolge dich. Ich krieg dich. Wieso bist du so schnell? Bleib hier, du alles Brode. Ich hau dich noch um. I need to call the cops. Ja, ja, dann rufen wir die Polizei. Die wird dir auch nicht mehr helfen. Bis die da sind, du da... Ist das eine Rutsche? Ja. Oh, rutschen. Ich will rutschen. Kann ich da hoch? Nee. Kann ich vielleicht hier hoch? Okay, nicht. Da ist der kleine Boy. Oh, Boy. Pling, pling. Ich hab ihn. Verschwindest du wohl? Aber du? War ja nur ein kleiner Junge. Das ist voll brutal, ey. Ich bringe Kinder um, hallo? Diese Spiele werden eigentlich indiziert. Ich würde gern schaukeln. Vielleicht gibt's da ja noch was. Was ist denn das? Eine Bank? Ein Zaun? Eine Absperrung? Nichts. Unnützer Scheißdreck in meinem Garten. Was ist das? Fickende Leute in meinem Garten. Jemand muss das Tor aufgelassen haben. Kennt ihr das Video? Eins der besten Porno-Monologe überhaupt. Oder Monologe aus einem Film. Klingelingeling. Vor allem dieser Sinn dahinter. Fickende Leute in meinem Garten. Jemand muss das Tor aufgelassen haben. Ist auch immer so. Wenn ich das Tor auflasse oder wenn ich ein offenes Tor sehe, dann gehe ich da direkt immer hin und ficke einfach.
Tut mir leid für meine vulgäre Wortwahl, aber ich hab nur zitiert. Ach, na schau mal, Kiki. Guck mal, hier geht's ja noch weiter. Hier ist ein kleiner Nebengang, bei dem ich ganz leicht gucken kann. Kann ich da was machen? Nüscht. Nüscht, nüscht, nüscht. Ich musste nur alle erwischen, oder? Erwischen. Mit CH. Erwischen. Na, irgendwie ist hier jetzt gerade nicht viel los. Ich gehe, glaube ich, mal wieder gleich rein. Aber erstmal gucke ich noch hier auf der Seite, ob da noch was ist. Ey, bah, ey. Na, guck mal. Henry! Wow! Ich wollte doch nur Henry. Warum kommt denn immer die Alte da? Das ist... Henry, bleib hier! Henry, ich tue dir doch nichts. Nur ein kleines Stück Leber. Ein kleines Stück. Da putzi putzen. Da putzi du putzen. Henry, ich finde dich. Henry. Jetzt komm doch mal, Mensch. Ich hab langsam keinen Bock mehr. Ich klatsch mir die Füße wund. Nur für ein leckeres Abendessen. Ach, guck mal, Henry ist bei George. Du kannst George aber nicht mehr helfen. George ist hinüber. Mann, ey, dieser scheiß Alte geht mir auf den Sack. Henry, oh Henry, ich habe dich gefunden. Da, 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 da. Lass mich doch mal mit dir spielen. Oh Henry, oh Henry, Henry. Ich komm rein. Henry, bist du in der Küche? Nein. Henry, du brauchst keine Angst haben. Hier passiert nichts. Wo ist eigentlich Rudi? Und Gertrude? Wo seid ihr denn? Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Langsam wird das langweilig. Ich will nicht mehr die ganze Zeit im Kreis latschen. Macht mir irgendwie auf Dauer hier kein Spaß. Der ganze Schmutz. Bleibst du wohl stehen? Ich habe dich geschlecht. Du kommst mir nicht davon, Fräulein. Trudella, guck mal, er blutet schon. Ich krieg dich. Man geht mal weg hier, du Alte. Wie es ausblutet, ey. Das ist ja voll ekelig. Ippa, ey. Kling, kling. Ist ja süß. So. Dann schaue ich nochmal oben, ob Trudella da oben ist. Olle Trudi. Komm schon, Trautchen. Trau dich. Haha, das passt zum Namen. Trau. Okay. Der war nicht. Ich hab schon. Alter. Let her. Die will die irgendwie beschützen. Hab ich das Gefühl. Ha, erwischt. Bleibst du wohl stehen. Ich krieg dich sowieso. Du alle Sau. Bleib hier. Ja. Stopp. Du bist aber auch aus dem Weg hier. So, die haben wir schon mal. Wer fehlt denn noch? Der Brillenträger fehlt noch, oder? Dann war es noch ein Junge und der Blonde. Ne, den Blonden habe ich eben. Ich habe den Jungen, den Brillenträger. Die Blonde ist jetzt down. Ich weiß nicht, ich kann mich da nicht so wirklich... Oh, fuck! Ich hatte doch gerade eben... Da war doch eine Person. Wo ist er hin? Dich krieg ich auch noch da. La, 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 la. Genau er. Don't come near me. Ah, komm, dich erwische ich noch. Ein Kackspiel, aber ich find's irgendwie witzig. Wo ist er hin? Ah, guck mal, verletzt ist er. Verletzt ist er. Ich krieg dich. Bleib stehen. Ein Scheißspiel, ey. Der Geisteskranken-Simulator. Ich hab's drauf, ey. Ohne Witz. Was willst du denn? Wahrscheinlich war das mal seine Ehefrau oder irgendeine Frau, die er umgebracht hat und die rächt sich jetzt mental an ihn oder als Geist oder bla. Ich weiß es nicht. Okay, es wird nur der Brillenträger, oder? Was denn, habe ich ja jetzt alle. Brillenträger. Es ist immer noch hier Hans, Hans Wilfried. Mensch, wie hieß er denn? Habe ich seinen Namen vergessen? Das kann nicht sein. Wilhelm. Der Dritte, der 18., der 25. Irgendwie sowas. Ich glaube, der ist wieder rausgerannt. Ich guck nochmal draußen. Wenn ich den einen jetzt noch kriege, ey. Bon, ey, dann ohne Witz. Dann hab ich's. Dann hab ich's. Und dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Dann gehe ich wahrscheinlich wieder rein und geh mir einen Schluck Bier gönnen. Ach na, schau mal, guck. Da geht's aber nicht weiter. Der Meuchelmörder-Simulator, Leute, ey. Sinnlos, aber irgendwie, ich weiß nicht. Mich hält's fest.
Ich will jetzt wissen, was passiert, wenn ich alle erwischt habe. Ob dann die Polizei kommt? Ob dann überhaupt irgendwas passiert? Wer sind die Leute überhaupt? Sind es deine Freunde, Familie, Bekannte, Nachbarn? Random Leute, die er sich einfach mal geschnappt hat und sagt, ey, komm hier, lass mal Party machen. Was willst du denn schon wieder hier? Mon chéri, was ist das? Aus dem Weg, dieses Rauschen ist immer so übertrieben laut, ey, ich krieg schon Kopfschmerzen davon. Krasselbatz, ey. Vielleicht ist er ja ganz raus, auf die Street. Streets of London. Ne, da kann man nicht raus. Das ist abgeschlossen, ich krieg dich. Ich bin gleich da. Ach nee, Leutchens. Kling, kling, klick. Diese Schrittgeräusche sind auch total herzallerliebst. Oh, Mann. Bleib stehen! Hab ich! Hab dich! Hab dich! Alle für das Small Cottage, isolated from the town. Silence is law in such a place. Jetzt wiederholt sich das vom Anfang. My home is almost something akin to an insular picture. Ah ja, klar, weil Gefängnis. While the chopping of the sparrows and the breath of the wind are my sole company. Ziemlich kranker Typ, I like the sound of the wind. So calm. Krass. Einfach nur krass. Was soll ich dazu sagen? Ja, es war mir ein Fest, Leute umzubringen. Der Meuchelmord-Simulator hat seinen Höhepunkt gefunden. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen. Ich meine, der Spielerisch war es jetzt nicht der Höhepunkt, aber vielleicht konnte ich euch ja ein bisschen das Ganze mit meinen Kommentaren auflockern. Wenn nicht, Kritik ist immer gerne angebracht. Ansonsten würde ich mich über eine positive Normierung eurerseits freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, irgendein Spiel, vielleicht auch ein Indie-Game oder irgendwas anderes von den anderen Projekten mit mir, Lunetschki. Also, auf dann auf bald auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.